an diesem Abend des dritten Tags des 33C3 im Sendezentrum passiert es jetzt. Das Sendezentrum wird zu einem Reisezentrum. Wir werden alle eingeladen zu einer Reise auf ein merkwürdiges Inselarchipel vom Namen Puerto Partida, mitten irgendwo im Nirgendwo. Kennt irgendjemand von euch dieses Ziel bereits? Kennt jemand Puerto Partida? Das ist schön. Das ist noch nicht ganz die Hälfte. Sehr schön. Puerto Partida ist eine wilde Mischung aus Spielshow, Hörspiel und Rätsel-Rollenspiel. Als letztes Jahr oder ja doch Anfang letzten Jahres der Macher Johannes Wolf ohne Kuh mir zum ersten Mal davon erzählte, habe ich überhaupt nicht verstanden, worum es da eigentlich gehen sollte und habe dem Ganzen nicht besonders viel, Überlebenschance gegeben, gedanklich. Und er hat aber bewiesen, dass diese Idee, die er gehabt hat, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Denn dieses Rätselrollenspiel befindet sich bereits jetzt in der dritten Staffel. Und sie sind dieses Jahr sogar für den Grimme Online Award nominiert gewesen. Was beim Film die Kulisse, ja, die Pappmaché und so weiter, das ist beim Audio natürlich die Sprache. Und nicht nur Johannes beherrscht ganz viele Sprachen, sondern es gibt auch ganz viele verschiedene Charaktere, die hier gleich mitspielen werden. Und einer aus dem Publikum oder eine aus dem Publikum auch. Zu diesen kuriosen Charakteren gehört zum Beispiel auch ein Witzeautomat, der möglicherweise mitspielen kann. Und es ist ganz egal, ob es um die Flucht vor einem Kannibalen oder die Verhinderung eines Vulkanausbruchs geht. Es geht darum, Bürger oder Bürgerin von Puerto Partida zu werden. Es heißt Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. Und wir begrüßen jetzt das Team von Puerto Partida. Viel Spaß dabei. So. Hier sitzt der Kandidat. Jetzt schauen wir mal, ob genügend Platz für alle da ist. Erstmal herzlich willkommen bei unserer kleinen Inselsendung Puerto Partida. Genau, wir haben gerade schon verschiedene Protagonisten dieser Spielshow, dieses Point-and-Click-Adventures quasi rausgesucht. Und Martin, bist du noch greifbar? Ich glaube, ich brauche das Handmikro. Ah, an wen denn? Ah, sehr gut. Wir werden jetzt eine Art Rollenspiel machen. Das heißt, wir brauchen einen Kandidat, eine Kandidatin, die hier mitspielt und eine Qualifikationsfrage beantworten kann. Weil es geht um Rätsel lösen und man muss quasi versuchen, Bürger der Insel zu werden. Und diese Herren, bis auf er. Hi. Die Dame. Und die Dame. Es tut mir sehr leid, Rebecca. Ja, du hast halt so einen maskulinen Haarschnitt. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Ja, gleich wieder verbrellt alle. Egal. Genau. Die alle sind Bürger bereits geworden auf dieser Insel. Das heißt, sie haben diese Spielshow quasi schon mal durchlebt und sind jetzt sitzen auf dieser Insel fest. Und ein Kandidat, eine Kandidatin wird eventuell auch festsitzen oder ist das meins? Nee. Oder wird eben Kandidat, wird eben Bürger der Insel. So, soweit erstmal die ganz groben Grundregeln. Und jetzt suchen wir einen Kandidaten, eine Kandidatin. Und dafür gibt es folgende Qualifikationsfrage. Ich habe mein Board noch nicht offen. In einem Hochhaus wohnen im ersten Stock zwei Menschen, im zweiten Stock vier Menschen, im dritten Stock acht Menschen. Jeweils doppelt so viele, also in der jeweiligen Etage, drunter, genau. Es gibt insgesamt 9 Stockwerke und alle sind nur mit einem Aufzug erreichbar.
welcher Knopf im Aufzug wird am häufigsten gedrückt? Und er hat sich schon so bereitwillig gemeldet. Schon bevor ich die Frage gelesen habe. Ich würde sagen, das Erdgeschoss oder 0. Stock, 1. Stock, je nachdem, wie man sieht. Also da, wo man zum Ausgang kommt. Dafür einen großen Applaus und ich darf dich hier nach... Hey. Ich muss dazu sagen, ich habe bis 18 Uhr heute noch geschrieben an der Geschichte, neben meinem Autor, und dann ist der Rechner abgekackt. Das heißt, ich musste dann nochmal alles neu machen. Wir haben, glaube ich, die letzten Sounds von einer halben Stunde geschnitten. Oder wir so. Werden alle sterben. Genau, wir werden alle sterben. Hast du schon mal Puerto Partida gehört? Tatsächlich nicht. Okay. Ich hoffe, das ist ein Vorteil. Auch, ja, es ist ein Vorteil, für mich zumindest. Rollenspielerfahrung? Ja, okay. Also Dungeons & Dragons. Ja, ganz so. Ja, da sind deine Fans. Und DSA, einen Abend mit etwas Alkohol. Ja, da keine Fans. Ja, hättest du es lieber für dich. wie ist dein Name? Duracell. Duracell. So. Wunderbar, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem, ja, ich sag mal erstmal mit dem Regelwerk. Du spielst im Grunde genommen dich selber, so viel kann ich sagen, und wir beginnen einfach. Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. In jeder Folge wird eine Hörerin oder ein Hörer live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Während des Abenteuers könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie die gestrandete Person Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nimmt. Doch lauern auf Puerto Partida viele tödliche Gefahren, wie ein unheilvoller Dschungel, ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß! Du befindest dich auf dem 33C3, du bist hier im Sendezentrum und erwartest eine gute Sendung hier. Plötzlich tritt leicht Panik auf und eine weitere Person betritt die Bühne. Vielleicht. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Feuer wurde im Gebäude gemeldet. Bitte verlassen Sie das Gebäude über den nächsten Notausgang. Benutzen Sie keine Fahrstühle. Die Panik steigt. Die Panik steigt, vor allem in der Spielleitung. Leute! Großen Applaus! Also ist jetzt... wir müssen leider das Gebäude evakuieren, denn es wird vermutlich gleich in die Luft fliegen. Das ist die Situation. Und frag mich nicht warum. Es gab offensichtlich ein methodisch inkorrektes Experiment aus der Zukunft vom 42C3. Ja, ich kann das auch nicht besser erklären. Ich denke, Teile der Erklärung würden Sie nur verunsichern. Hey, du da neben mir. Du wirkst, als wärst du so ein Fan von der Teenager-Sexbeichte. Natürlich. Hör mal. Für so einen kleinen Obolus könnte ich dir helfen, hier mal aus dem Kongresszentrum rauszukommen. Also ich kenne da so eine Abkürzung. Ja, komm. 11. Ah, ja, komm. Lass uns hier durch. Ah, komm, beeil dich. Komm hinter mir her. 5, 4, 3, 2, 1. Er schubst dich. So. Lass uns hier ruhig. Ah, komm. Los. Also, wir haben jetzt alle Gags nicht machen können. Okay, egal. Wir sind hier vor dem CCH, Leute. Das ist die Rakete. Spring rein. Ja. Ich fülle schnell noch den Mathe-Kompensator auf. Er füllt den Mathe-Kompensator auf. Der Kandidat ist in der Rakete. Und damit herzlich willkommen bei Puerto Partida. Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden.
Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magma Spimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. Heute mit dem Spielleiter Johannes. Das bin ich. Als du landest, bist du plötzlich bewusstlos. Nein, du bist tatsächlich in dem Fall nicht bewusstlos, aber du bist ins Wasser gefallen an einem Strand. Und du bist an einem Strand und du siehst ein Ufer vor dir. Okay. Was tust du? Also ich bin also auf dem Strand, nicht mehr im Wasser. Du bist im Wasser und dann du siehst einen Strand. Schwimme ich zum Strand. Du schwimmst also zum Strand und am Strand liegt etwas ganz Großes. Schau es mir näher an. Das scheint eine Art Wal zu sein, der dort liegt. Und verschiedene Möwen sind eben auch um diesen Wal herum. Jedenfalls stinkt es sehr ekelerregend und in einiger Entfernung siehst du noch verschiedene Bäume und ganz weit weg ist eben ein Vulkan. Und als du dich umschaust, entdeckst du, als würde dieser Wal mit dir sprechen. Ja, hallo, ist da draußen jemand? Ja, hallo, wer spricht da? Ich bin's, Bert Baguette. Sie hatten anscheinend dieselbe Idee wie ich. Kommen Sie doch rein in den Wal. Der Wal sieht nicht so bequem aus. Ist es denn angenehm dort drin? Ja, ich sag mal so. Ein großes Problem hier ist eben, im Moment ist ein ganz übles Cyanobakterium hat sich ausgebreitet und sehr viele Leute sind krank. Und der Wal ist ein altes Hausmittel, verstehen Sie? Und hier im Wal bin ich quasi sicher, weil das die Immunabwehr, stärkt. Verstehen Sie? Ein altes Hausmittel, der Wal. Ja, wer kennt das nicht? Mensch, hast du mal einen Wal zu Hause? Setz dich mal rein. Gut. Dieses Bakterium macht was genau und wo ist es genau? Also, das ist ein Bakterium, das hier gerade eine Art Epidemie ausgelöst hat. Hm. Verschiedene Leute sind schon krank und man erkennt sie an einer... Ja, ihre Nase färbt sich Cyan. Oh, sympathisch. Ja, wenn Sie der Meinung sind. Jedenfalls ist hier Hochalarm und mein bisheriger Forschungsstand ist, dass das Cyanobakterium durch eine sogenannte Katze übertragen wurde. Okay. Und es wäre ganz gut, wenn Sie... Hallo? Ja, sind Sie noch da? Ich war kurz abgelenkt. In so einem Wal passiert viel. Ja, man, viel Action. Da spült's ein und aus. Das ist Wahnsinn. Sie könnten mir helfen, ein Gegenmittel zu finden und jedenfalls auch Frau, wenn Sie Frau Bari Porari sagen könnten, dass sie bitte ihre Katze anleihen, dass sie hier nicht durch die Insel streunt. Verstehen Sie? Ja, doch. Hätten Sie vielleicht irgendwo eine Rakete, mit der ich zu einem anderen Planeten fliegen könnte, wo das einfach alles keine Rolle spielt? Lassen Sie mich kurz nachschauen. Nein. Ja, hätte ja sein können. Ich habe meine gerade kaputt gemacht, das ist sehr ärgerlich. Ja, was fliegen Sie hier auch mit Raketen hin und her und dann geht's kaputt. Ja. Ja, passen Sie doch ein bisschen auf Ihr Zeug auf. Ja. Nicht made in Germany. Ja.
Ja, gut. Also soll ich jetzt reinkommen oder soll ich jetzt dieser Frau Bad Dings da Bescheid sagen? Ja, sagen Sie lieber ihr Bescheid. Ja. Okay, und alles niederkribbeln, was eine ungewöhnliche Nasenfarbe hat? Die sind alle infiziert. Ja, und wenn ich die tot mache, nicht mehr? Nee, dann nicht mehr. Gut. Aber Sie sollten noch vielleicht wissen, dass es einen Kannibalen auf der Insel gibt. Aber der ist auch kein Kannibale mehr, wenn ich den tot mache, oder? Nee, aber der ist stärker als Sie. Ja, ist schlecht. Der ist stärker als Sie, frisst Sie bei Gelegenheit, wenn Sie zu schlecht sind beim Rätseln und wir einen anderen Kandidaten brauchen, der mehr kooperiert. Ich gucke vielleicht einfach die falschen Serien so früher. Ja, wir sind halt auch kindertauglich. Ja, okay, ohne Waffengewalt. Sehr gut. So mehr so der My Little Pony-Style. Absolut. Sehr gut. Ja, gut, dann komme ich mal nicht rein und guck mich mal einfach um. Haben Sie eine Richtung, wo ich hingehen sollte? Sie gehen einfach den Strand entlang. Ich finde es total faszinierend, dass Sie gar nicht wissen wollen, wo Sie hier eigentlich sind. Aber also erstmal überleben, denke ich mir, und danach gucken. Das ist eine super Einstellung, sage ich Ihnen. Ja. Also wenn ich die früher gehabt hätte, dann Also mir scheint es ja auch, Sie kommen ja daher, wo ich herkomme. Also von daher dachte ich vielleicht, Sie wüssten gar nicht, wo wir hier sind. Ja, ich lebe hier schon sehr, sehr lange. Ach so. Seit Staffel 1. Das ja. ist lang. Das ist wirklich, boah, also da, Sie glauben gar nicht. Und Zeit und Raum und ja. schwarzer Rauch und so. Also, wenn Sie dem Kannibalen entkommen wollen, ja. den Tipp gebe ich Ihnen noch. Das ist dann sehr gut. Sollten Sie auf dem Marktplatz sich eine Eintrittskarte für das Magma Spimo Abenteuerland ziehen? Muss ich mir den genauen Namen merken oder wissen die, wenn ich Ihnen sage Magma Dingenskarte? Das wissen eigentlich alle. Gut, also okay. können Sie jeden fragen, der Ihnen begegnet. Okay, gut. Und die Eintrittskarte bekommen Sie auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz, okay. Gut. Okay. Und wenn es gefährlich wird, in den Wal. Wenn es gefährlich wird, in den Wal. Ja. Sehr gut. Okay. Ja, haben Sie denn vielleicht noch, also ich meine, jetzt gerade sehe ich niemanden, der hier gefährlich ist. Haben Sie noch ein bisschen Geschichtsstunde? Also was, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Wie komme ich hier wieder weg? Also, hier weg? Sie können wegkommen, wenn Sie in das Magma Spimo Abenteuerland gehen. Dort gibt es dann die Möglichkeit, entweder Bürger zu werden oder puff, nach Hause. Okay. Haben Sie eine Empfehlung? Verstehen Sie? Also anscheinend ja Bürger werden, wenn ich Sie so abholen. Ja, also das kann nicht ich alleine entscheiden. Okay, gut. Ja. Ich schaue mir mal an, wenn ich es bis dahin schaffe. Perfekt. Dann viel Erfolg. Und ach so, wenn Sie ein Gegenmittel gefunden haben. Dann werde ich es einnehmen. Dann meinetwegen nehmen Sie es ein, aber sagen Sie mir das Rezept. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann am Fuße des Vulkans. Am Fuße des Vulkans, okay. Da ist auch der Eintritt vom Magma. Ah, okay. Ja. Dann kommen Sie mit Wahl und Gepäck und so. Absolut. Sehr gut. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg, würde ich sagen. Ja, einfach die Richtung da entlang. Ich resigniere noch ein bisschen hier im Wahl. Ja, grüßen Sie mal alle, die da so rumfahren. Von wem? Ich dachte, Sie wurden abgelenkt von Sachen. Ach so. Ja. Ja. Gut, okay. Toll. Dann wir hören uns. Gute Zeit. Danke, werde ich mich haben wohl. Dann okay. Geh ich mal. Du gehst, es gibt nur einen Weg. Und zwar kommst du nach wenigen Metern an ein Stadttor. Davor steht so eine Art Stadttorwächter. Mhm. Er lehnt auf einem Fahrrad und schnarcht. Das Tor ist verschlossen. Und es gibt auch keinen anderen Weg drumherum. Ich muss durch das Tor. Es gibt einen Weg drumherum. Ja, es gibt einen Weg drumherum. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich den Weg drumherum. Gut. Eine Szene gespart. Sehr gut. Also, nee, alles gut. Alles gut. Du kommst durch so eine Art Einkaufsstraße und in ein paar Metern sind wir übrigens dann auch ah,
Du bist in so einer Art Einkaufsstraße und danach folgt so eine Art Marktplatz, den du schon sehen kannst. Mhm. Und hier ist reges Treiben, wie ich vernehme. Also ein bisschen Treiben. Ja, also sind Gebäude da und Menschen da, oder Dinge? Nee, im Moment sind da keine Menschen. Also du siehst links von dir siehst du einen Wollladen, ein Puh, der haut ganz schön rein, dann ein Wollladen, eine Kneipe. Gegenüber ist ein Pfandbüro, eine Pfandleihe. Wie heißt das? Sowas in der Richtung. Ich verstehe es mit den Kopfhörern leider nicht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wichtig klingt oder nicht wichtig. Okay, also aus meiner Menschenerfahrung würde ich sagen, ich gehe erstmal in die Kneipe. Okay, die Kneipe ist zu. Schade. Ist da vielleicht irgendwie ein Weg um die geschlossene Tür drumherum? Ein offenes Fenster oder... Nein. Schade. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Okay. Sehe ich denn, was offen ist? Das Pfandbüro ist zum Beispiel offen. Dann gehe ich in das Pfandfundbüro. Genau. Und während du dich so auf dem Weg begebst zum Fundbüro, öffnest du die Türe, wenn ich sie finde. Und ich glaube, ich gehe wieder raus aus. Eine nette Frau begrüßt dich. Dem Fundding, wenn diese Katze mir zu nahe kommt. Herzlich willkommen im Pfandhaus. Ist diese Katze in meiner Nähe? Die Katze sitzt hier auf dem Tresen. Das ist gut. Mein Name ist Rebecca Bariporari. Hallo. Hallo. Mein Name ist Duracell. Schön, Sie kennenzulernen. Möchten Sie etwas in Zahlung geben oder etwas kaufen? Ich möchte über diese Katze sprechen. Haben Sie eine Leine für diese Katze? Dies ist zwar ein Pfandhaus, aber eine Leine habe ich hier nicht. Schade, vielleicht sollten Sie eine kaufen. Mir wurde gesagt, diese Katze sollte angeleint werden. Das soll ich Ihnen sagen von einem ominösen Menschen in einem Wal. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrus, aber ich bin mir sicher, dass es so passiert ist. Möchten Sie nicht vielleicht doch etwas kaufen? Können Sie diese Katze vorher wegnehmen? So? Wenn Sie die gut festhalten, dann ja. Sie stopft die Katze unter den Tresen. Ich hab dich auch lieb, Rebecca. Ja, aber was haben Sie denn so? Ja, ich kann Ihnen heute ein altes Telefon anbieten, das ich im Speicher gefunden habe, diesen Schutzanzug hinter mir und einen Ring mit einem blauen Wollknäuel anstelle eines Steins. Okay, aber was könnte ich denn bezahlen? Das Telefon kostet 5 Camus, der Schutzanzug 11 Camus und der Ring 21 Camus. Okay. Ich glaube, ich habe keine Camus. Das ist schlecht. Wir waren jugendfrei, richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alte Katzenladies, die brauchen auch mal ein bisschen Liebe. So alt ist sie gar nicht. Junge Katzenladies, die brauchen auch ein bisschen Liebe. Ich würde mich viel mehr für diese schöne Münze interessieren, die sie da an dem Faden haben. Sie hat überhaupt keine Münze am Faden. Du musst aufpassen. Er. Achso, ich dachte, die hat er jetzt. Nee, woher denn? Dann können Sie vielleicht noch nichts bei mir kaufen. Das ist schade. Okay. Teller waschen oder sowas brauchen Sie nicht. Vielleicht sollten Sie erst Geld besorgen. Ja, okay. Sei ein bisschen kreativ. Biet ihm was an.
die Katze ausführen zum Beispiel. Das wird er bestimmt tun. Die Katze auszuführen. Ich suche mal nach Geld, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Außerdem gibt es für diese Katze gar keine Leine, ich kann sie nicht ausführen. Die läuft doch weg. Okay, du gehst also wieder raus, nehme ich an. Genau. Okay. Und ich schaue, ob noch was anderes offen hat. Zumindest gibt es noch den Marktplatz. Und hinter dem Marktplatz... Und die anderen sind definitiv zu. Ja, die sind im Moment zu. Gut, dann gehe ich zum Marktplatz und schaue mich mal um. Mhm. Auf dem Marktplatz siehst du eine heitere Guillotine, dann einen Präsidentenpalast, du siehst ein Traditionsgasthaus, La Grincha Pordo, zur quietschenden Tür, dann ist da noch eine Art Automat und ein Wegweiser. Okay. Wie sieht diese Guillotine genau aus? Also sie war erheiternd, oder? Die war heiter, ja. Die hat so ein Smiley drauf gemalt oder so. Ja. Aber es ist eine Guillotine. Sind da noch Spuren von Nutzung zu sehen? Also es sind noch ein chillender paar Menschen. Nee, es sind noch ein paar, eine Person chillt so ein bisschen an dieser heiteren Guillotine. Das ist korrekt. Und ansonsten siehst du an der Guillotine etwas Schaumstoff kleben noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Person reden möchte, aber ich habe das Gefühl, ich kann mit ihr reden. Beziehungsweise sie ist wach. Sie ist wach. Ach so, okay. Dann rede ich mit ihr. Hallo, Fremder. Ja, hast du schon Haie gesehen? Pass bloß auf die Haie auf. Bald gibt's einen Sturm. Der bringt die Haie. Das spüre ich in den Knochen. Dann ist ja alles voller Haie. Haie überall. Was ist denn mit ihrer Nase? Sieht die komisch aus? Bisschen Fieber, aber ich muss die Insel Puerto Partida vor den Haien beschützen. Okay. Ich muss so einen Hustensaft haben. Moment. Ich weiß, dass das gegen den Husten hilft. Könnten Sie Ihren Kopf durch dieses Loch stecken? Bist du bescheuert? Nee. Wäre der Husten kein Problem mehr. Also ich nehme an, er hat eine cyanfarbene Nase. Das ist korrekt. Und ist aber ansonsten ein sehr witziger Geselle. Ja, dann gehe ich 2-3 Schrittchen zurück und frage ihn mal, haben Sie vielleicht Geld für einen gestrandeten, armen, jungen Menschen? Ich habe ein Rätsel für dich. Willst du es hören? Es kann nicht schaden. Okay. Hustensaft, Moment. Also, ich habe mal einen Hai gefangen. Ich bin hier der örtliche Haijäger übrigens. Ich habe ihm sämtliche Zähne gezogen. Leider habe ich vergessen zu zählen, wie viele Zahnreihen er hatte. Insgesamt habe ich 247 Zähne gezogen. Davon 23 in der ersten. Da fehlten ihm aber 9. Die anderen Reihen waren vollständig. Wie viele Zahnreihen hatte der Hai? Das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich. Also Sie wissen die Antwort nicht? Nee. Sie sehen so gebildet aus. Ich hätte gedacht, das wüssten Sie. Es ist sehr nett von Ihnen, aber nee. Ich komme nicht drauf. Ja. Er ist zu krank anscheinend. Ja, ist ärgerlich. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich da rechnen muss oder ob ich vielleicht drum rumkomme. Wie wollen Sie denn drum rumkommen? Weiß ich nicht. Indem ich einen Weg drumherum finde vielleicht. Aber ich werde erstmal rechnen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, ich glaube, ich habe noch so ein Telefon in meiner Tasche. Ist das noch funktionabel? Nein. Schade. Wäre so einfach gewesen. Haben wir Stift und Zettel vielleicht für den Kandidaten? Ach, ja. Weiß ich nicht. Haben wir? Zettel ab. Ja. Ja. Ich kann dir ja sonst auch eine andere Frage stellen. Das bringt Ihnen zwar nichts, aber wir können uns die Zeit ein bisschen vertreiben. Ja, doch. Ich bin Multitasking nicht fähig, also... Na, wir könnten heiraten spielen. Heiraten, ja. Mein Hai ist sehr gut gekleidet und ernährt sich von Kaviar. Kommen Sie drauf. Der ist aus der High Society. Ah. Das steht gar nicht im Text. Ja, was soll ich machen? Schön.
Ich glaube, das habe ich sogar von dir, oder? Ja, als O-Ton hast du das von mir, das stimmt. Das ist doch gut. Warum auch neue Gags, wenn die alten immer noch taugen? Ja, wurde ja noch nicht gespielt, von daher. Habe ich gar nicht auf dem Board, ja. Siehst du mal. Also kommt denn da noch was von Ihnen, oder? Ja, doch, ich bin guter Dinger, dass da noch was von mir kommt. Kann ein bisschen dauern, ich bin nicht so der Mathematiker. Mhm. Aber wir haben ja Zeit, ist ja nichts los hier, oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach so, jetzt muss ich auch noch, okay, jetzt soll ich mich auch noch beeilen. Ist ja doof. Ja, okay, dann rechnen wir mal. Ernsthaft? So eine Taschenrechner ist das ganz schön schwer, stelle ich fest. Ja. Was glauben Sie denn, warum ich nicht mehr weiß, wie viel das Zahnrein das war? Pfeift. Das ist so das Signal dafür, dass du dich beeilen solltest. Ach so, das auch noch? Ja. Ja, dann würde ich mal einfach... Ach, ihr pfeift, ist auch gut. Einfach sagen, dass es sehr viele Reihen waren. Ja, das stimmt. Aber das müsste ich genauer wissen. Haben wir irgendwie eine Idee, was... Also was würden Sie mit mir machen, wenn ich es nicht wüsste? Nichts, oder? Na, ich nicht. Ach so. Ja, das ist natürlich ein Argument. Sie können auch später nochmal wiederkommen. Ach, kann ich? Na sicher. Das ist ein freies Land hier. Ja, dann komme ich vielleicht später nochmal wieder und gucke mich erstmal weiter um. Gute Reise. Also bitte, bitte leben Sie weiter. Also, ach so, ich habe übrigens, ich habe da noch, haben Sie diesen Witzeautomaten hier schon mal ausprobiert? Das ist, nee. Ich lache mich jedes Mal schuppig. Sie müssen da eine Münze einwerfen. Und dann können Sie sich einen Witz ziehen. Und ich habe hier eine spezielle Münze. Da können Sie so viele Witze hören, wie Sie wollen. Oh, ich brauche mehr Hustensaft. Das ist gut. Ist der Automat von Ihnen oder haben Sie ihn nur einfach sehr, 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 sehr oft benutzt? Ich habe ihn sehr gern. Okay. Ich bin ein Fan. Das ist gut. Also ja, hier wäre eine Münze, diese Spezialmünze. Ja. Ja, dann würde ich so, diese Spezialmünze nehmen. Ich habe auch Text, ne? Ja. Genau. Der Mann hält dir ein Geldstück hin, das an einem Faden befestigt ist. Dann nehme ich dieses Geldstück mit dem Faden. Ja, ein bisschen Schweiß von seiner Stirn. Ja. Fällt so ein bisschen auf den Faden und auf das Geldstück und er übergibt es an dich. Naja, hier, probier es am besten gleich mal aus. Ich kann es gar nicht erwarten, dein Gesicht zu sehen, wenn du einen dieser super Witze aus dem Automaten hörst. Ich fasse diesen Faden sehr vorsichtig am Ende an. Okay. Und versuche möglichst ohne viel Körperkontakt diese Münze in diesen Automaten zu befördern und wieder raus zu befördern. Du befindest dich an dem Automaten und der Automat sagt Folgendes. Hallo, Sie können ein Gratis-Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Kamü vortragen lassen. Ah, okay, ich habe also noch nichts eingeworfen. Genau. Also, ja, dann wähle ich mal den Witz aus. Okay. Werfe diese Münze ein und zieh sie wieder raus. So habe ich das Prinzip von dieser unendlichen Münze verstanden. Ja. Witz. Kommt ein Junge in eine Bäckerei und sagt, ich möchte bitte rumkugeln, die Verkäuferin, kein Problem, hier. Ha, 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 ha. Wow. Verstehe, warum man Fan von diesem Automaten wird. Ja. Jörn fängt an zu lachen. Einen schlechten Witz zu hören. Jörn fängt an zu lachen. Großartig, vielen Dank. Ich frage mich, wie oft ich noch eine Münze einwerfen kann und wie viele Witze da noch rauskommen können. So viel, wie du willst, Junge. Kugeln. Wie schrecklich. Also sagen wir so, wir spielen jetzt 40 Minuten und du musstest dich schon ein bisschen beeilen. Gut. Dann probiere ich diesen Automaten nochmal aus. Das ist eine super Idee. Und hatte die Auswahl zwischen Witz, Keks oder Magma Spimo Abenteuerland Karte. Dann nehme ich mir eine Karte. Aha. Und dann nehme ich mir noch einen Keks.
Dann ich nehme mir zwei Kekse und esse einen. Okay, du wirfst die Münze wieder rein und der Automat antwortet folgendes. Bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Aus ärztlichen Gründen kann ich Ihnen keinen Keks auswerfen. Ich nehme an, er macht es beim zweiten Mal nochmal. Von daher, sammle ich die ganzen Sachen ein. Die Karte. Die Karte und genau, die Münze. Du siehst auf der Karte, das sind so drei Stempelfelder. Mhm. Und da steht noch drauf, dass man eben von drei Bürgern jeweils einen Stempel bekommen kann, wenn man drei Rätsel löst. Ah, gut zu wissen. Ja. Dann gehe ich mal zurück in die Pfandleihe. Nee, Pfandfundbüro. Genau. In dieses Katzenfrau. In dieses Ding. Ding. Ja. Büro, Haus. Du gehst also zurück in die Pfandleihe. Eine tolle, aromatische Stimmung kommt auf dich zu. Es riecht ein bisschen nach Katze. Und die Dame begrüßt dich. Da sind Sie ja wieder. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja, schön, Sie auch wieder zu sehen. Ich wollte mich nochmal über Ihr Angebot erkundigen. Ja, ich habe immer noch ein Telefon, einen Schutzanzug oder einen Ring mit einem blauen Wollknäuel anstelle eines Steins im Angebot. Ja, haben Sie auch ein Rätsel? Ich habe auch ein Rätsel, aber das erzähle ich Ihnen nur, wenn Sie vorher etwas von mir kaufen. Ach so. Ich würde was von Ihnen kaufen, wenn Sie mir bei einem Rätsel helfen könnten. Sie können es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ach so. Ja, ich sag's Ihnen einfach mal. Also ich kenne da jemanden, der hat einen Hai gefangen. Mit Haien kenne ich mich ja so gar nicht aus. Das ist schade. Na gut, dann lassen wir das. Mhm. Ja, dann würde ich gerne was kaufen. Wobei ich jetzt gerne noch mal die Frage gewusst hätte von dir. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, falls es Sie interessiert, Sie können ja mal privat drüber nachdenken. Also das Rätsel ging so, dass dieser Hai gefangen wurde und es ging um Zahnreihen. Und die erste Zahnreihe hatte 23, also nee, die Zahnreihen haben 31 Zähne und in der ersten Zahnreihe fehlten 9. Die Frage war, wie viele Zahnreihen es gibt. Das Lustige ist, mit Zähnen kenne ich mich auch nicht schon aus. Irgendwie, ne? Katzen haben auch gar nicht so viele. Du erspähst auf dem Tisch des, der Theke eine Art Telefon, altes Telefonbuch. Das ist gut. Bestimmt. Ja, was haben Sie denn da für einen... Hübsches Buch. Lesen Sie gerne? Ich lese sehr gerne. Wir haben auch eine Buchhandlung hier auf Puerto Partida. So. Sie blättert durch das Buch durch und das Schöne ist, sie weiß gar nicht, was passiert gerade. Sie blättert durch das Buch durch und die Seite bleibt so offen stehen bei einem Seuchenspezialisten. Da ist so eine Nummer. Kann ich mal kurz Ihr Telefon benutzen? Sie könnten das Telefon kaufen für 5 Camus. Aber vielleicht würde ich es Sie auch benutzen lassen, ohne zu bezahlen. Das ist natürlich nett. Sonst hätte ich noch gefragt, ob Sie vielleicht ein Rückgaberecht hätten. Möchten Sie das Telefon benutzen? Ja, ich möchte es gerne einmal testen. Bitteschön. Okay. Kann ich diese Nummer des solchen Spezialisten erkennen? Ja, das ist 7923. Okay, dann rufe ich mal an. Rufe ich mit dem Telefon an? Ja, du rufst mit dem Telefon an und ich hoffe, es klappt. Und ich hoffe, ich mache Lautsprecher, oder? Nö, kommt dann über das Mikro. Mhm. Ah, okay. Ist nur wichtig, dass du die richtige Nummer. Ist die Frage, ob jemand rangeht? Guten Tag. Hallo. Ja, wer ist denn da? Weisen Sie sich mal aus. Duracell, mein Name. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Mhm. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen. Mhm. Und Sie bräuchten irgendwas, wie ich Ihnen helfen kann, dass wir so ein bisschen ins Geschäft kommen können. Woher rufen Sie ihn an? Gerade aus einem Pfund-Pfand-Büro-Leihe. Mhm.
Wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben hier? Ja, einen bedeutenden Seuchenspezialisten. Mhm, richtig, richtig. Sie sind ein Seuchenspezialist. Mehr brauchen Sie auch nicht zu wissen, weil ich lieber anonym bleibe. Ach so, ich dachte, Sie bräuchten vielleicht einen Schutzanzug oder sowas als Seuchenspezialist. Schutzanzug, ja, sehr schön. Ja, also ich habe hier Leute gefunden, die haben so cyane Nasen und ich dachte, sie kennen sich damit vielleicht aus und helfen mir. Mhm, der Anruf kostet Sie einmalig 531 Camü. Das ist ja gut, da können wir ein bisschen länger telefonieren, wenn es eh nur einmalig ist. Nein. Warum denn nicht? Ja, weil da kann ja jeder, nicht? Mit was haben Sie es denn zu tun? Mit einem Cyanbakterium. Cyanobakterien. Ja, genau. Sie sind hier der Spezialist. Genau. Ich guck mal gerade. Cyanobakterien. Ja, also. Sie nehmen Vanille und mischen das mit einer weiteren Zutat. Eigentlich ist das ziemlich komplex. Ich schicke Ihnen am besten mal das Rezept. Und das sollte dann auch nur von einem Spezialisten gemischt werden. Auf jeden Fall, ja. Gemischt werden. Also vielleicht von Ihnen? Nein. Ich schicke Ihnen das Rezept, nicht? Okay. Ihnen, ja? Verschlüsselt, versteht sich. Natürlich. Versteht sich, wie ist nicht? Denn der Schlüssel? Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ist der Schlüssel? Ja. Mhm. Okay. Aber ich deine Frage ein bisschen aus. Ja, also ich muss es ja schon lesen können. Ja, schon auch ja natürlich. Ja, sicher. Das stellen wir sicher. Ja. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie Sie es mir verschlüsselt, dass den Schlüssel übertragen können? Mit einer Art Rätsel oder sowas? Ja. Nee, ja. Schade. Ja, nee. Also, genauso wird aber, das wohl aber, sein, wenn ich kurz zwischen. Was Sie ja möglicherweise wissen, ist, dass Homöopathie funktioniert. Ja, das hörte ich schon mal. Ich finde das sehr beeindruckend. Ja, das wissen die wenigsten. Ja? Sehr spannendes Thema. Das weiß man nur in Puerto Partida. Ja. Da funktioniert Homöopathie. Das ist gut, ja. Auf der Erde nichts, habe ich festgestellt. Ja. Merken Sie sich das mal. Ja. Und wenn rauskommt, dass ich mit sowas mal eben ein bisschen was dazu verdient habe, habe ich ein Problem. Ne? Ja, also das wollen wir nicht. Deswegen sagen Sie mir noch vielleicht jetzt den Schlüssel, dann machen wir keine Probleme. Ja, nee. Ich meine, ich habe hier Ihre Telefonnummer gefunden. Es steht bestimmt noch Ihre Adresse dabei. Dann, sonst komme ich mal vorbei und sag mal ja, Hallo. Das wäre dann ja auch wieder eine honorarpflichtige Leistung, nicht? Ja? Nee? Ja, aber wer weiß. Also ich meine. Danke für die Aufmerksamkeit, ja? Ja, nee. Danke. Schade. Danke. Ja? Danke. Per Rohrpost, die plötzlich in Rebeccas. In Rebeccas Pfandbüro ist. Rohrpost, was es nicht alles gibt in dieser Pfandleihe. Spezialisten. Der ist mäßig höflich. Übrigens einen großen Applaus für Holgi. Vielen Dank für die anonyme Person. Vielen lieben Dank. Es ist gut, wenn man Menschen nicht an den Stimmen erkennen kann. Nee, in dem Fall nicht. So, wo ist der Zettel da draus? Den hattest du doch gerade in der Hand. Ah, okay, dort stand auf dem Zettel, den du jetzt imaginär in den Händen hältst. Du hast? Hier. Ah, Zauberer. Hier. Ja. Vielen Dank auch an die Seidenstraße. Für die Seidenstraße. Ich bin wirklich ganz fasziniert davon, dass das hier bei mir ankommt. Oben steht Vanille. Ich hab mich verschrieben. Oben steht Vanille und dann ein Plus und dann stehen da verschiedene Zahlen. Ja, ich korrigiere das mal kurz. Ernstzunehmendes Rezept. Vanille. Schade, das andere hätte ich vielleicht noch. Also, egal. Okay, Vanille plus 13-1-20-5. Mit einer Unterschrift. Bestimmt viel wert, ich behalte das mal. Hallo, Sie haben ja schöne Sachen hier. Können Sie nochmal vorlesen, was auf dem Zettel stand? Da steht ernstzunehmendes Rezept. Ja. Doppelpunkt und dann Vanille. Ja. Plus 13-1-20-5. Ja, meinen Sie nicht, dass das was zu bedeuten hat? Doch, glaube ich schon. Ja, gucken Sie sich doch die Zahlen noch mal ein bisschen an. Ja, ich kann mir vielleicht was vorstellen. Was tun Sie jetzt? Was können Sie sich vorstellen? Weiß ich nicht. Vielleicht sind das ja, stehen die Zahlen für Buchstaben. Aha. Vielleicht muss man es in Binärcode umwandeln, hexadezimal, und dann ergibt es Buchstaben. Oder in IP-Adresse. Ja, versuchen Sie das doch mal. Ja, das mache ich jetzt. Ich muss mal ein bisschen, also... Okay. Bei was sind Sie gelandet? Okay, ich kann mir den Rest schon denken. Okay, ja. Okay, ich glaube, es heißt
Matte. 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 Mit Sicherheit, das wird sein. Ja. Damit hast du ein Rezept, das der Wissenschaftler von dir vorhin wollte. Okay, Vanille und Matte. Okay. Und nun? Aber gut, hatten es muss Sie ja keine spezielle Frage? Matte sein. Doch, ich habe eine spezielle Frage. Und zwar, was läuft denn in Ihrem Laden am besten so als Produkt? Bisher 8-Liter-Eimer. Haben Sie einen 8-Liter-Eimer? Nein, das ist alle ein 9-Liter-Eimer übrigens. Ein 9-Liter-Eimer. Ja, auf den 1 Liter. Aber der ist mittlerweile nicht mehr hier. Ach so, schade. Ein anderes Gefäß hatten Sie nicht. Sie hatten das Telefon. Ich bin sehr... Ich habe nicht mehr so viele Gefäße, aber ich hätte noch ein Rätsel vielleicht, falls Sie das interessieren. Ach so, ja, das Rätsel nehme ich auch. Okay. Und zwar ist das Folgende passiert. Eine Kundin brachte mir 5 Haufen von alten Münzen. Und dann hat sie gesagt, dass einer der Haufen aus Falschgeld besteht. Eine echte Münze wiegt genau 5 Gramm und eine falsche Münze wiegt genau 1 Gramm weniger. Sie meinte, wenn ich es schaffen würde, rauszubekommen, welcher Haufen das Falschgeld ist, dann würde sie nur den halben Preis dafür verlangen. Wie habe ich das am Ende hinbekommen? Die Haufen abgewogen, die Münzen gezählt und geschaut, wie viel Gramm es sind. Ich hatte nicht die Möglichkeit, alle Münzen auf einmal zu wiegen. Okay. Aber jede Münze einzeln? Hatte ich das? Dann hätte ich einfach alle Münzen gewogen und guckt, welche Münze hast, 1 Gramm hat. Du hast einen Wiegevorgang. Einen Wiegevorgang, so. Das ja, war das Problem. Das, das ist natürlich eine wichtige Information, die man wissen ja, ich habe das vorausgesetzt, Entschuldigung. Ja, klar. Ja, wer will auch immer wiegen, also... Das ist... Okay, also 5 Haufen und... Haben wir jemanden im Publikum, der helfen kann? Doch so viele, das ist sehr spannend. Okay. Oh, wir haben eine Meldung. Haben wir noch jemanden mit Mikrofon? Und ja. Ohne Rückkopplung? Das wäre noch gut, wo der herkommt. Ich glaube, ich würde von einem Haufen eine Münze, von einem 2, von einem 3 und so weiter nehmen und dann mal gucken, was rauskommt. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Hörst du so als Stimme in deinem Kopf? Ja. Vielen Dank übrigens. Ach so. Ja, stimmt. Also ich überlege gerade, ja? Also bei dem Haufen, also ein Haufen ist vollkommen Falschgeld. Richtig. Und alle anderen sind echt. Richtig, ist nicht gemischt. Ja. Das ist natürlich einfach dann. Da, nämlich? Da bin ich jetzt auch geistig direkt drauf gekommen. Ah, ja. Ihre Stimme ist sehr hilfreich. Die Angeschwemmten hier sind immer äußerst geschickt, was sowas angeht. Dann würde ich sagen, man nimmt jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Münzen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Wiegt die und rechnet dann aus, wo die Differenz ist. Mhm. Dann tu das doch. Machen Sie doch mal ein Beispiel. Ja. Also ich nehme ja, 1 Münze, 2 Münzen, 3 Münzen, 4 Münzen, 5 Münzen. Und was kommt raus beim Wiegevorgang? Dann müsste rauskommen, also es müsste rauskommen 15, aber es kommt zum Beispiel 13 raus. Also 15, sind Sie sicher? Sie nehmen 5 Münzen. Ja. 5 Münzen, 4 Münzen, 3 Münzen, 2 Münzen, 1 Münze. Eine echte Münze wiegt genau 5 Gramm. Ach so, das ist natürlich korrekt. Also ich meine ja, genau, 15 Münzen sind's. Das heißt, es müssten... Nein, es sind 5 Haufen. Ja, ja, aber ich nehme ja unterschiedlich viele Münzen. Ah ja, ja. Also insgesamt 15 Münzen. Also müsste eigentlich, wenn alle echt wären, müsste rauskommen 75. Aber es kommt ja nicht 75 raus, weil ein Haufen falsch ist. Also es kommt zum Beispiel 71 raus, dann weiß ich, dass der erste Haufen, wo ich nur eine Münze rausgenommen habe, der Falschgeldmünzenhaufen ist. Ich glaube, damit haben Sie recht. Haben Sie denn schon so eine Karte, auf die ich Ihnen nun einen Stempel geben kann? Ja, natürlich. Kommen Sie auch zum Magfest? Zum Magma Magmas Bimo Abenteuerland Festivitäten.
Ich muss da nicht hin, aber für Sie wäre das vielleicht eine gute Idee. Ich dachte, wir treffen uns ja vielleicht nochmal. Nee, aber den Stempel würde ich Ihnen ja, mitgeben. Ja, sehr gerne. Hier ist ja die Karte. Genau, sie drückt dir den Stempel auf und schiebt dich relativ schnell aus dem Laden. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und du bist wieder auf der Straße. Ja, ich freue mich, dass ich doch nichts kaufen muss, um das Rätsel zu bekommen und gehe dann frohen Mutes weiter zum Marktplatz. Ja. Und schaue mich bei diesem Marktplatz nochmal ein bisschen um. Mhm. Da ist die Traditionsgaststätte La Grincha Pordo. Ja, da gehe ich mal rein. Die Gaststätten sind immer gut. Wenn keine Kneipe, dann die Gaststätte. Alles klar. Du öffnest die Tür. Ja. Du öffnest die Tür. Ich sehe die Tür nicht. Da. Du stehst in einer Gaststätte. In einer Traditionsgaststätte. Und hinter dem Tresen ist ein etwas korpulenter, aber sehr sympathischer Mann, der gerade Gläser spült. Ansonsten sind verschiedene Salz- und Pfefferstreuer auf den Tischen, die angekettet sind. Dann gehe ich mal zur Bar und begrüße freundlich den Gastgeber. Wie machst du das? Hallo, haben Sie schon geöffnet? Ah, hallo, grüß Sie. Guten Tag, guten Tag. Ja, ich habe geöffnet. Mit wem habe ich denn hier das Vergnügen? Der Duracell. Ihre Stimme kommt mir ganz bekannt vor. Wie ist denn Ihr Name? Kenne ich mein Sie? Mein Name ist Herr Gastiano. Ich bin hier der Gastwirt. Und übrigens, Sie sehen sehr gut aus. Ach, herzlichen Dank. Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Erfolgreich und gut aussehen, das sind... ist eine sehr gute Kombination. Ja, das, da haben Sie recht. Sie schmeicheln mir ein bisschen. Ach. Brauchen Sie vielleicht Hilfe bei Nur irgendeinem Hai-Rätsel oder so? Jetzt noch nicht. Ich dachte, wir unterhalten uns erstmal nett. Also ich meine, ja. Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus oder Gaststätte fallen. Da haben Sie recht, aber Sie sind, glaube ich, eine angeschwemmte Person, ne? Das ist richtig, ja. Das spricht sich schnell rum hier in diesem Dorf. Also unsere Session wäre eigentlich in der Minute vorbei. Die Frage ist, kriegen Sie das noch hin in der Zeit, wenn ja, Sie natürlich. Mit mir noch länger quatschen? Haben Sie ein Rätsel vielleicht? Oder was anderes? Oder also Sie sehen so rätselfreudig aus. Ich habe persönlich jetzt kein Rätsel für Sie. Das ist schade. Haben Sie eine Idee, wo es ein Rätsel geben könnte? Ich habe eine Idee. Und zwar müsste eigentlich der Herr Udo Tablatinizo und der Volksschullehrer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, weil er viel zu kompliziert ist. Ach da, Tobi Kio Kona Granta, soweit ich mich erinnere. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Ja, die wo finde ich die? Haben ein Rätsel. Soweit ich weiß, sind die gerade auf dem Weg zum ehemaligen Leuchtturm und wollen da irgendwas ausmessen oder sowas. Okay. Ist der Leuchtturm auf dem Weg zum Vulkan oder ist es... Nee, da geht's einfach links an der Gaststätte vorbei, in der sie gerade sind. Und da sehen sie es dann schon. Ja, das ist super. Dann herzlichen Dank. Ich ja, komme später nochmal wieder und werde mich dann auf jeden Fall auch beköstigen. Und ja, dann gehe ich jetzt mal dahin. Vielen Dank. Ja, gute Zeit. Und übrigens, Sie sehen sehr gut aus. Ja, herzlichen Dank. Sie auch. Du gehst also wieder raus. Und gehst Richtung Strand. Kommst dann als du den Weg hinunterkommst, kannst du eben das Meer sehen. Am Ende des Weges liegt ein kleiner Haufen aus Schalen von Krabben und Fischgräten. Jemand hat mehrere Pflöcke in den Boden geschlagen und zwei Männer diskutieren. Tobi, das Pendel empfängt schlechte Schwingungen. Vielleicht solltest du deine Schule lieber an einem anderen Ort aufbauen. Steht deine Tischtennisschule nicht direkt vor einem Loch, Udo? Wie viele Bälle sind dir da eigentlich schon reingerollt? Die Wahl des Bauplatzes war hauptsächlich eine spirituelle. An einem Ort, an dem man den Ball nicht spüren kann, kann Tischtennis nicht gedeihen. Gedeihen? Das ist doch nur ein Spiel. There is no game. There is action. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Spüre den Ball. Oh. Ja, ich spüre ihn. Oh, ein Besucher. Du kommst... zu den beiden und die beiden scheinen dich zu bemerken. Oh, hallo.
Sie sehen so aus, als wären Sie gerade eben erst hier angekommen. Das hier ist Udo Tabletiniso, der Tischtennislehrer von Puerto Partida. Ich bin Tobi Kio Konas Granda. Ich möchte hier eine Volkshochschule eröffnen. Das ist sympathisch. Was ist denn los? Sind Sie krank? Sie haben ja nicht zufällig irgendwie in letzter Zeit Kontakt mit Katzen gehabt? Nee. Eine schreckliche Katzenhaarallergie. Ach so, dann ist ja alles gut. Ihre Nase sieht auch ganz normal aus, glaube ich. Von dir geht eine seltsame, oder? Schwingung aus, Tobi. Vielleicht ist die Katzenhaarallergie in dir mutiert und du steckst alle an. Das ist doch völlig absurd. Wie kommst du denn darauf? Nein, das ist überhaupt keine haltbare These. Ihre Nase, zeigen Sie nochmal kurz. Die ist, glaube ich, ganz normalfarbend. Die ist noch relativ normalfarbend. Relativ. Und die, ja, von dem anderen Menschen auch. Vielleicht ein bisschen rot. Etwas rot. Also beide Nasen sind noch nicht für. Normal rot, ja. Gut. Schön, Sie kennenzulernen. Ich finde es sehr gut mit der Volkshochschule. Wenn ich hier länger bleibe, werde ich auch auf jeden Fall den Dienst in Anspruch nehmen. Ich hörte, Sie brauchen aber noch Hilfe bei einem Rätsel. Ja, wir sind heute Träger eines Rätsels. Tobi und ich sind tief in uns gegangen und schließlich haben wir den Ball gespürt. Naja, so kann man es natürlich auch sagen, ne? Wie denn noch? Wir haben ein bisschen nachgedacht und ein Rätsel ausgedacht. Das reimt sich super. Was ich reimt, ist gut. Ja. Naja, jedenfalls haben wir uns Folgendes überlegt. Wenn wir eine Rohrpost zwischen meiner Tischtennisschule und der Volksschule installieren und hypothetisch saust eine 1000 Meter lange Büchse mit einer Geschwindigkeit von 1 km/min durch die Röhre, die 1 Kilometer lang ist, wie lange braucht sie dann für eine vollständige Durchquerung der Röhre? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ich freue mich immer über Mathe-Rätsel. Mathe kann man auch an der Volkshochschule lernen. Das ist gut. Hatten Sie gerade einen Kurs vielleicht hier? ich würde sagen, also 1 Kilometer die Minute. Das heißt, prinzipiell ist man in die Röhre in einer Minute durch. Dann muss noch der ganze Rest von der Büchse durch. Dann würde ich sagen, so 2 Minuten wäre, glaube ich, eine realistische Zeit, in der man das hinbekommen könnte. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung? Ja, Moment. Moment. Spüre den Ball. Ich habe ihn gespürt. Das war richtig. Das ist richtig. Genau das haben wir gesucht. Das ist schön. Sehr begabt in Mathematik. Also ich glaube, mindestens eine 2 plus. Sie bestimmt auch, oder? Ich habe es auch gewusst, natürlich. Ja, Sie sind auch begabt in Mathematik. Absolut. Das ist sehr gut. Ich habe ein Rätsel für Sie. Ich bin immer interessiert an Rätseln. Also Sie sind bestimmt gut im Kopfrechnen. Ein Hai. Hai-Zähne und Zahnreihen. und zwar 31... Ach scheiße, das sind gar nicht 31, fällt mir gerade auf. Ich sehe es da hinten, aber ich möchte, also egal. Also, ein Hai hat 247 Zähne, und davon 23 in der ersten Reihe und ihm fehlt dort aber 9. Also in den anderen Reihen hat er also 9 mehr, so wie ich das verstehe. Ja. Wie viele Zahnreihen hat dann der Hai? Das ist doch gar nicht so schwierig. Also wie viel ist denn jetzt 23 plus 9? Wie ich gerade festgestellt habe, 32 und nicht 31. Genau, also 32 und... Also Sie haben es bestimmt schon im Kopf ausgerechnet. Noch nicht ganz, aber was müsste man denn jetzt machen? Also wie wollen wir denn rausfinden, wie viele Zahnreihen der Hai hatte? Also wir müssen ja irgendwas durch irgendwas anderes teilen, ne? Ja, also ich würde 247... Da fehlen ja aber auch 9. Die 9 aus der ersten Reihe. Oder? Ah, das ist eine sehr, sehr gute Einwand. Da fehlten wohl 9. Ja. Also muss ich plus 9 rechnen. Mach mal. Aber wenn ich minus 23 rechne, komme ich dann nicht auf das Gleiche? Wieso minus 23? Ja, dann habe ich die erste Reihe schon mal weg. Achso, kannst du auch, ja klar. Ja, gut. Also minus 23. Ist einfacher, wenn du plus 9 rechnest. Okay, dann habe ich 256. Ja. Und dann kommt teile ich bekannt vor, die Zahl. Das durch 32. Genau. Genau. Und dann müsste man Kopf rechnen können. Mach mal 32 plus 32. Hast du mal 2. Habe ich 64? Genau, mach mal 2. Ja. Okay, dann geht es sogar auf. Dann weiß ich auch, warum es bei mir nicht aufgegangen ist. Das ist ja ein Ding. Ich rechne nochmal zu ja. Kontroll nach. 32, 64, 128. Spüre 256, den Ball. 50. Hast du auf mich geworfen? Nee, nein, das kommt gar nicht hin. 8. Also doch, dann warte ich doch richtig. 8. Ich glaube schon. Ja, dann warte ich einfach den Rest falsch, aber...
Dann war es sogar richtig. Aber bevor du gehst, hier, Udo, hast du deinen Stempel dabei? Ja. Achtung. Er drückt dir einen Stempel auf. Das ist gut. Kärtchen. Aber nur einen, weil die andere Frage musst du ja... Natürlich. Ich gehe jetzt geschwinden Schrittes. Auf Wiedersehen. Geschwinden Schrittes zurück. Auf Wiedersehen. Menschen. Die beiden verabschieden sich mit... Herzlichen Grüßen. Gute Zeit. Ja. Sehr, sehr schnell Schrittes gehe ich jetzt zu der hervorragenden Heureka Guillotine. Aha. Mit dem Smiley und sage den Menschen einfach Hallo. Die Antwort ist 8. Ich habe es direkt gewusst, aber ich wollte es ja ein bisschen auf die Folter spannen. Die Antwort, wieso ist denn die Antwort 8? Die Antwort ist 8. Ja, weiß ja aber nicht. Wieso ich denn dachte, nicht? Ich müsste nochmal Zeit schinden. Nein, ist in Ordnung. Also Sie wissen ja gar nicht die Antwort, sonst müssten Sie mich ja gar nicht fragen. Aber jetzt, wenn Sie es mir nochmal erklärt haben, wie Sie es gerade getan haben, dann bin ich total überzeugt. Also für mich klingt das richtig und hier ist Ihr Stempel. Ja, es steht ja auch die ganze Zeit schon auf meinem Zettel. Verrückt. Crazy. Wunderbar. Damit ist auch dieses Rätsel gelöst. Was tust das du? Das ging ja schnell. Also ich habe jetzt meine Karte mit drei Stempeln. Genau. Dann würde ich sagen, ich mache mich doch mal geschwinden Schrittes wieder auf den Weg zu dem Abenteuerpark. Weißt du, in welche Richtung? Ich schaue mir den Wegweiser an und gehe in die Richtung, die mir der Wegweiser wegweist. Du kommst nach wenigen Metern beim Magma Spimo Abenteuerland an. Und warum haben wir eigentlich noch hier? Ich bin nicht konzentriert, Moment. Du siehst am Magma Spimo Abenteuerland einige Bretterbuden stehen da rum. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir nicht diesen Seuchenanzug hätte kaufen sollen, sagt mein innerer Monolog. Die Hälfte scheint noch nicht ganz fertig zu sein von diesem Bretterboden. Und eine ist aber schon in Betrieb. Die sieht so ein bisschen aus wie eine riesige Birne mit Haaren. Und um den Vulkan schlängelt sich so eine Schienenachterbahn. Dann gehe ich mal zu dem Laden. Mhm. Und grüße freundlich mit einem Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Sie sind ja in meiner veganen Küche. Das ist schön. Versuchen Sie mich gerade zu veräppeln? Nein, ich versuche nur eine Verbindung zwischen uns aufzubauen. Sie sind mir so sympathisch. Oh, Sie sehen ja auch so gut sympathisch. Aus. Sie sehen auch sehr lecker aus. Das ist gut. Wenn ich das Ihnen sagen darf. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu nahe getreten. Das freut mich. Ich bin jetzt neu in diesem Abenteuerland. Was kann ich denn hier Schönes machen? Oh, Sie können unsere Achterbahn betreten. Und wenn Sie die betreten, und dann kommen Sie am Ende nach Hause. Okay, dafür brauche ich diese Karte. Ah, ja, dafür genau, diese Karte. Werfen Sie da rein. Die werfe ich da rein, okay. Was mache ich denn, wenn ich Bürger werden möchte von diesem schönen Island? Haben Sie da einen Tipp für mich? Ja, das ist doch eine sehr, sehr gute Frage. Dann sollten Sie in das Magma Spimo Abenteuerland und dort Bürger werden. Dort kriegen Sie einen Ausweis, wenn Sie zwei Rätsel beantworten. Ich bin noch gar nicht in dem Abenteuerland. Ja, Sie müssen über die Achterbahn fahren. Ach so, okay. Und dann kommen Sie doch. Sie haben ja die Eintrittskarte und haben Sie einen Eintritt irgendwo eingeworfen? Oder wie sagt man hier in Ihrer Landessprache? Mache ich noch. Dann vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Dann werde ich das mal tun. Wir sehen uns dann bestimmt nochmal wieder. Ja, Sie können sehr gerne vegane Spezialitäten bekommen. Das ist gut. Das freut mich. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen zu der Achterbahn. Okay, du bewegst dich Richtung Achterbahn. Und ich vernehme ein Grinsen. Du vernimmst irgendwo ein Grinsen. Als Aura. Als Aura. Okay, und du bewegst dich Richtung Achterbahn und du siehst so einen Schlitz, in den du die Karte stecken kannst
und gehst durch ein Drehkreuz. Da ist, kommt so eine Mammut-Auster angefahren mit einer nassen Perle, auf die du dich setzen kannst. Ich gucke mich um, ob ich eine Gebrauchsanweisung oder eine Hinweistafel finde, wie ich das benutzen habe. Nee, es sieht aus wie so eine Sitzfläche, genau. Ja, dann setze ich mich da rein. Die Austerachterbahn Ostro Ojo. Unsere neue Attraktion, die Austerachterbahn Ostro Ojo, gilt als größte Attraktion des Magmas Bimo Abenteuerlands. Sie sitzen gerade in einer von 20 partidischen Mammut-Austern und fahren über eine hochmoderne Gleiskonstruktion aus 30 Tonnen getrockneter Luftschlangen. Über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leitfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln! Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt Sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt sitzen. Du wirst ausgeworfen aus der Achterbahn und befindest dich im Inneren des Vulkans. Dort ist ein Wasserbecken im Krater des Vulkans. Am Rande sind Gitter, an denen das überlaufende Wasser abfließt. Du kannst nur eine Tür sehen, auf der ein Kuchen aufgemalt ist und du hörst plötzlich eine Stimme. Hallo, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Oh nein, ich wollte dich doch mit Kuchen in ein verwirrendes Labyrinth voller seltsamer Experimente locken. Ich habe mir ein Virus eingefangen. Jetzt sage ich Marmeladedinge, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Hätte wohl doch mein Admin-Passwort 0000 ändern sollen. Ich stelle dir jetzt zwei Flamingos. Wenn du beide richtig beantwortest, bist du fein raus und ich muss mir ein neues Opfer suchen. Geh einfach durch diese Trauung. Eine Tür geht auf. Die mit dem Kuchen. Nee, die mit dem Kuchen bleibt so. Den hast du dir nicht verdient. Ich gucke mich um, ob ich eine Portal Gun finde. Lass mich kurz überlegen. Nein. Okay, dann werde ich mich in die Richtung dieser Türe bewegen müssen. Mhm. Du bewegst dich Richtung Türe und hinter dir gehst du durch. Ich gucke rein. Sieht es vertrauenswürdig aus? Ja, es sieht vertrauenswürdig aus. Das macht mich skeptisch. ich gucke mich nochmal um, sehe wahrscheinlich nichts und werde dann reingehen. Natürlich will ich dich nicht heiraten. Denke bitte daran, dass ich eine Maschine bin. Ich habe kein Unterbewusstsein und deshalb sind die Dinge, die ich unbeabsichtigt saufe, auch keine freudschen Versprecher. Aber kommen wir zu Rätsel in Raum 1. Und damit herzlich willkommen im Finale. Du hast genau 3 Minuten Zeit. Oh. Du darfst mir nun genau 2 Fragen stellen, um herauszufinden, welche der Rutschen die richtige ist. Ich werde nur mit Ja oder Nein antworten. Vor dir siehst du 4 Rutschen, in Grün, Rot, Magenta und Cyan. Was nochmal? Welche Farben waren die? Grün, Magenta, Cyan und Rot. Hachi. Die sind links, rechts sortiert. Genau. 2 Fragen für diese Aufgabe oder für alle? Für diese. Okay. Welche Rutsche du runterrutschen sollst? Ja. Meine erste Frage ist: Ist es eine der beiden Rutschen von links gesehen? Also die linke oder die zweite von links? Nein. Ist es die dritte von links? Ja. Dann rutsche ich die dritte von links runter. Das war korrekt. Und damit rutschst du die cyanfarbene Rutsche nach unten. Cyan ist bestimmt eine sehr gute Farbe. Glücklich. Ja, Hashtag Cyan übrigens, wenn man twittert. Es ist nur deine Zeit. Du. Genau. Vor dir steht eine Kiste mit... Ups. Ja. Genau, vor dir steht eine Kiste und du hast eine Spritze, die dich plötzlich berührt und die dich piekst.
Ups, tut mir leid. Eigentlich wollte ich dich noch schnell gegen Grünporken impfen, du hast gerade aber eine Spritze mit einem genmanipulierten Stamm von Seeschlangenadlergrippe bekommen. Das Gegenmittel befindet sich in der Kiste vor dir. Wenn du die Kokolores nicht aufbekommst, muss ich dich leider von der Insel katapultieren. Aus Gründen. Die Zahlenkombination ergibt sich aus folgender Aufgabe. 26 mal 4 mal 2 plus die Quersumme von 999 minus 42. Kann ich das nochmal hören? 26 mal 4 mal 2 plus die Quersumme von 999 minus 42. Kann ich nochmal hören? Die Zahlenkombination ergibt sich aus folgender Aufgabe. 26 mal 4 mal 2 plus die Quersumme von 999 minus 42. Okay. Noch eine Minute. Ja, das sollte zu machen sein. Habe ich mehrere Versuche oder? Nee. Du fühlst dich auch schon schwach. Mhm. Okay. Also Quersumme heißt, die Zahlen addieren, also nicht Quersumme der Quersumme, sondern die erste Quersumme. Dann werde ich, wie viel Zeit habe ich noch? 20 Sekunden. Dann werde ich die Zahlenkombination 8-1 probieren. Das ist falsch. Das ist schade. Fuck. Die letzten 10 Sekunden laufen. Die Zeit ist um. Ich muss verhindern, dass sich der Rest der Inselbevölkerung mit dieser Grippe infinitesimal. Mach es gut. Es geht unter dir ein Feld auf und du fällst in ein tiefes Loch und dort kommt eine ganz große Spinne auf dich zu. Kann ich sie mit einem Geldstück bestechen? Sie schaut dich an. Ich werfe sie mit einem Ping-Pong-Ball ab. Einen ganz großen Applaus für den Kandidaten. Es war 157. 193. 193, okay. Dann. Ich bedanke mich hiermit sehr bei dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei meinem Team, das hier mitgemacht hat. Man merkt, ja, manchmal soll es halt nicht sein. Tut mir leid. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich stelle das Team, das hier auf der Bühne steht, gerade noch vor und wer sonst noch mitgemacht hat. Also wir sind jetzt in Staffel 3 und es ist sehr großartig. Leute haben Wiki angelegt und so weiter. Ja, jede Story ist ein bisschen anders, weil wir sehr viel improvisieren dabei. Wie man gerade auch festgestellt hat. Und normalerweise kommen diese ganzen Stimmen hier von Soundboards. Und von erstmal der Kandidat Duracell, nochmal vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Dann haben wir für den Einstieg der gute Kumpel Malik, der gegen Geld einem hilft, von der Insel zu kommen, Malik Aziz. Als Volksschullehrer Tobi Bayer. Ich werde den Namen nicht lernen, Tobi, der ist echt gemein. Rebecca in der Pfandleihe. Jörn Schaar als Haijäger. Danke. Vielen Dank. Der dank des Applauses zu lachen beginnt. Ist das nicht großartig? Und Udo Sauer. Und Udo Sauer als spiritueller Tischtennislehrer. Ansonsten haben im Vorfeld noch geholfen Jan Giesmann, die Basisgeschichte hat Lars Engelmann geschrieben. Dann unsere zwei Special-Gäste Holger Klein und Tim Britler. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Das ist nicht selbstverständlich. Helena und Volker an der Tonabmischung. Martin und Ulrike machen Organisation. Sastikle und Olli waren im Backstage. Cross hat den Videomix gemacht. Till und Jan jeweils an der Kamera. Fock macht Stream und Aufzeichnung. Dein Bruder hat diese tolle Figur von Herrn Lano gebastelt. Und eine Figur habe ich vergessen. Martin Rützler, der uns angesagt hat. Genau. Vielen lieben Dank auch dafür. Ihr findet das Ganze auf www.puertopartida.de. Sehr spannende Geschichten, sehr coole Kandidaten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und vielleicht seid auch ihr bald irgendwann Teil der Insel und spielt mit. Das war's wieder von Puerto Partida.